Moin! Heute wieder zum neuen Video. Es soll um einen kleinen DSP-Verstärker von TinySign gehen. Ich hatte gerade hier den Marantz stehen, ein altes Modell PM80. Ein fettes Teil, geiler Klang, aber wiegt hier gute 14 Kilo. Hat zweimal 100 Watt, sagen wir mal 150 Watt RMS. Geiles Teil, definitiv. Aber mal zum Größenvergleich, was man hier out of the box kleines Teil bekommt. Und zwar einen kleinen Verstärker von TinySign, den TSA 7800. Der hat drei Kanäle, einmal 100 Watt, zweimal 50 Watt RMS. Das reicht für die meisten 2.1 Systeme. Ja, und mal so zum Vergleich, ich fand es gerade ganz cool. Der kann wieder weg. Gleich geht es direkt zum Verstärker. Das Teil ist besonders, weil wir haben einen DSP von ADRU drauf, den 1701. Vierkanal-DSP und ein Bluetooth-Modul mit Bluetooth 5.0 und TWS-Funktion. Das ist eins der neuesten von dem QCC-Chip. 3008 ist es, glaube ich. Super cool, richtig gute Qualität. Und wir haben hier drei Kanäle zur Verfügung, die wir wieder frei programmieren können über Sigma Studio. So, das ist im Grunde die eierlegende Wollmilchsau. Drei Kanal, warum? Ja, meistens hast du einen Subwoofer und dann zwei Satelliten. Hier im Rücken habe ich auch zwei kleine Satelliten von Tangband und unten einen kleinen Porto-Sub mit dem Omnis Audio. Den werde ich nachher auch mal auf den Tisch bringen und wir schließen das Teil mal an. Ich zeige euch einfach mal alles, was ist auf dem Board und wie programmiere ich es nachher und ja, was kann ich damit alles so tun mit der kleinen Wunderplatine. Dann zeige ich euch mal, was alles on board ist. Wir haben hier die Lautsprecherklemme für den Subwoofer. Links, rechts, also die beiden Satelliten. Die drei Kanäle gehen hier raus zu den Lautsprechern. Dann haben wir hier den USB-I-Programmierport, also wieder für den JTAG-Programmieradapter. Natürlich die beiden Jumper, das ist genauso wie beim TSA 1701, also dem DSP. Dann hier den POTI-Port, da ist ein Jumper drauf. Das heißt, wenn der Jumper gesetzt ist, haben wir maximale Lautstärke aus dem System. Es gibt dafür auch separate Kabelsätze für das Ganze. Auch für den AUX-In-Enable-Schalter. Das bedeutet, wir haben hier einen Schalter, wenn wir den brücken, dann wird von Bluetooth auf den AUX-Eingang, also die beiden Chinch-Buchsen, umgeschaltet. Dann haben wir noch einen Buttons-Port. Der Buttons-Port macht nichts anderes, der führt diese drei Schalter nach außen. Das sind die Schalter, die steuern das Bluetooth-Modul. Einmal Volume Up, Volume Down, Vor, Zurück und Play-Pause. Das brauchen wir nachher auch, um das Ganze mit TWS zu koppeln. Da muss man zwei Tasten gedrückt halten für den Master, zwei andere Tasten gedrückt halten für den Slave. Dann koppelt das Ganze zusammen. Hier haben wir das Bluetooth-Modul, das ist das AudioBear IS 2 Plus. Und hier ganz klein ein Programmierport. Das ist ein CSR-Programmierport, das heißt, wir können hier auch auf das Bluetooth-Modul einen Zugriff bekommen und das mit BlueSuite oder dem PS-Tool programmieren. Da sind so Sachen möglich wie Namensänderungen, wir können aber auch Audio-Sachen anpassen. So, dann haben wir hier noch die Stromversorgung. Einmal eine ganz normale Schraubklemme und eine DC-Buchse. Stromversorgung ist 12 bis 24 Volt und das war es hier auch schon. Jetzt brauche ich noch irgendwelche Boxen, um das Teil mal eben für euch anzuschließen. Ich werde mal hinter mir bei meinem Computer einfach die Satelliten und den Subwoofer rausrupfen. Ich finde, ein typisches 2.1 System ist eigentlich die sinnvollste Anwendung für diesen Verstärker. Also den Subwoofer und zwei Satelliten, meinetwegen als Breitbänder, wie ich es hier habe, ich bin irgendwie Fan davon. Oder auch ein Zweiwegesystem mit passiver Trennung, das geht beides. Das heißt, ich würde euch das Modul für ein 2.1 System empfehlen oder auch für ein Zweiwegesystem. Es gibt noch eine Vierkanalversion und eine Einkanalversion. Dann will ich das mal abbauen hier. Nötig, das Ganze sauber zu machen. So, jetzt noch der Subwoofer. Der kommt hier mal zur Seite. Ich schließe das jetzt mal alles an und zeige euch eine Nahaufnahme und dann wird das wahrscheinlich in 5 Minuten laufen hier. Wir brauchen einmal ein Netzteil. Dafür habe ich 24 Volt, 6 Ampere. Ich würde euch empfehlen, mindestens 5 Ampere zu nutzen. Lautsprecherkabel, das schließe ich gleich mal ganz fuschig an. Jetzt noch die Antenne ganz zum Schluss. Die stecke ich hier mit einem kleinen Schraubenzieher. Drücke ich die einmal auf den Pin. Zum Schluss noch die Stromversorgung. Ganz einfach hier in den DC-Port stecken. Zack, fängt schon an zu blinken. Und versuche ich mich mal zu koppeln. Einfach in die Bluetooth-Liste gehen. Das Teil ist von Haus aus, wenn es so blinkt, kopplungsbereit. Oh, kommt schon was. Ja, so einfach kann es gehen. Und wir gehen mal einmal
mit dem Programmieradapter ran und ich zeige euch das in Sigma Studio. Am besten bauen wir das auf dem Originalsystem, das könnt ihr runterladen. Ich werde euch alles auch verlinken und wieder in die Produktseite reinpacken. Wer schon mal den DSP von TinyDesign programmiert hat, der wird es jetzt einfach haben. Und zwar ist es eigentlich genau das gleiche Vorgehen. Um das Teil zu programmieren, brauchen wir erstmal den USB-i JTAG Programmieradapter von TinyDesign. Auf der einen Seite mit USB, andere Seite mit diesem Flachbandstecker. Dieser Flachbandstecker kommt hier in den USB-E-Port. Bevor wir das machen, schalten wir jetzt erstmal den Verstärker aus. So, dann müssen wir hier die Jumper umjumpern von Self-Boot auf USB-E und einmal den rechten Jumper, der nicht gesetzt ist, von nicht gesetzt auf WP. Jetzt können wir den Programmieradapter anschließen, erstmal am Verstärker und danach den USB-Port einstecken und Sigma Studio öffnen. Sigma Studio habe ich jetzt schon gestartet und die Datei TSA 7800. Das ist der Auslieferungszustand in der V3-Version. Hier haben wir am Anfang mal wieder die Sektion mit den Eingängen, also die Analog-Eingänge, dann die digitalen Eingänge vom Bluetooth-Modul. Das Ganze wird hier in ein paar Abfragen geschickt. Das ist einmal für den POTI, also für die Lautstärkeregelung, aber auch für die Umschaltung zwischen AUX und Line-In. Da brauchen wir hier nicht so drauf achten. Der ganze Kram ist uninteressant. Dies hier nämlich auch noch. Und erst ab hier geht unser Signal weiter. Das sind die beiden Monosignale, also insgesamt das Stereosignal. Geht hier in zwei Frequenzweichen rein, das ist jeweils eine Zwei-Wege-Weiche. Wenn wir hier auf das blaue Symbol klicken, kommen wir zu den Einstellungen von dieser Weiche. Wir können jetzt hier auch den Gain zum Beispiel vom Bass leicht anheben, plus 5 dB. Oder natürlich auch die Trendfrequenz ändern, zum Beispiel auf 250 Hertz. Das haben wir für den linken und den rechten Kanal. Der Low-Ausgang, also das Subwoofer-Signal, geht hier in eine Monosumme. Hier können wir auch nochmal die Lautstärke vom Subwoofer einstellen. Und dann weiter von der Monosumme in ein Mute-Modul, in einen Mute-Block. Wenn man hier klickt, dann ist im Live-Betrieb der Kanal gemutet. Das ist nachher sehr praktisch, um einzumessen, wenn wir zum Beispiel nur den rechten Kanal messen wollen. Können wir den Rest hier muten. Hier gehen wir direkt mit dem Signal von High, also unserem 150 Hz bis 20.000 Hz Signal, in den Lautstärkeregler rein, ab durch den Mute und dann direkt zum Ausgang. Das heißt, hier sind wir im Grunde nach oben hin Full Range unterwegs und haben keine weitere Trennung bis auf den High Pass. Wir können jetzt natürlich hier noch weitere Algorithmen hinzufügen. Wenn wir zum Beispiel hier im Input-Signal diese beiden löschen, markieren, und rüberziehen. Und jetzt können wir hier uns noch Module einbauen. Was ich zum Beispiel total cool finde, ist ADI-Algorithmus, diesen dynamischen Bass, den wir hier finden. Wir würden den hier in der Stereo-Version nutzen. Einmal reinziehen und dann können wir hier wieder das Signal weiterschleifen, hier wieder mit unserem Signal verbinden und schon haben wir einen dynamischen Bass eingebunden. Jetzt können wir hier die Frequenz, wir wollen auf 45 Hertz boosten, oh, sagen wir mal auf 10. Und jetzt wäre es so, dass wir eine dynamische Bassanhebung haben. Wenn das Signal leise ist, wird hier bei 45 Hertz Bass reingeschoben. Und je lauter das Signal wird, wird es immer weniger geboostet, bis es nachher bei der maximalen Lautstärke zum Beispiel gar nicht mehr passiert. Ist super cool, um kleine Lautsprecher ganz groß klingen zu lassen. Das macht hier in diesem Setup schon richtig viel aus. Und kann ich euch nur empfehlen, gerade für Bluetooth-Lautsprecher. Was für die meisten auch interessant sein wird, sind parametrische Equalizer. Den parametrischen Equalizer finden wir hier unter Filter. Ich muss jedes Mal unendlich suchen und werde mir wahrscheinlich meine eigenen Tutorials dafür bald angucken. Ich glaube hier, nein, hier war er früher. Oh Gott, der hat sich so versteckt. Ich finde ihn jedes Mal nicht. Eine Ewigkeit später. Parametric EQ, da ist er endlich. In Filter, Second Order, Single Precision brauchen wir nicht, wir gehen auf Double Precision. Und dann ganz unten bei Multi-Channel. Da hat sich der parametrische Equalizer versteckt. Den können wir jetzt aufdoppeln über Grow-Algorithmen und dann einen dazu. Dann haben wir hier auch den Stereo. So, den packen wir jetzt einfach mal noch komplett vor den dynamischen Bass. Und jetzt haben wir einen parametrischen Equalizer für das Gesamtsystem. Add Filter fügt einen neuen Filter hinzu. Das heißt, wir können hier beliebig viele Filter hinzufügen und dadurch ganz viel korrigieren, wenn wir es brauchen. Als letztes würde ich euch nochmal den Limiter zeigen, weil das auch so ein typisches Teil ist, was man oft braucht, gerade bei Bluetooth-Boxen, wenn die gerne mal ein bisschen geprügelt werden, dass dir die Hochtöner nicht durchbrennen oder es einfach nicht verzerrt. Dann sind wir hier bei dynamischen Prozessoren, also Dynamic Processors. Und dann gibt es hier eine Kombination aus dem RMS und Peak Limiter. Ich nehme jetzt hier einfach mal den RMS Limiter. Man könnte jetzt hier vorne limitieren, dann würde man das gesamte System limitieren, dass man zwei Stück davon nimmt. Ich würde euch aber vorschlagen, vielleicht sogar die einzelnen Komponenten zu limitieren. Also das könnt ihr
machen, wie ihr wollt. Ich packe ihn jetzt mal hier rein. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das Ganze mit dem Programmieradapter auf den DSP von dem TSA 7800 raufschreibt. Um die Software jetzt auf den Verstärker raufzuschreiben, brauchen wir einfach nur noch den Programmieradapter, wie vorhin beschrieben. Den stecken wir hier in den Port. Umjumper nicht vergessen, also auf USB-I und WE. Und danach, nachdem wir das alles verbunden haben, können wir hier den USB-Stecker reinstecken. Der Programmieradapter leuchtet, auch der Verstärker leuchtet. So, und jetzt geht's wieder hier oben zu Sigma Studio. Als erstes gehen wir hier oben auf Link Compile Connect. Unten rechts sehen wir Ready Compiled, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die ganze Programmierung wurde als fehlerfrei erkannt und kann im Grunde dann auch geschrieben werden. Jetzt auf Link Compile Download. In dem Moment, wo wir Link Compile Download drücken, wird jetzt im Grunde auch das DSP freigeschaltet. Das heißt, wenn wir jetzt die Stromversorgung dran haben und unsere Lautsprecher, würde jetzt das Signal in Live durchkommen und wir könnten jetzt hier auch anfangen, Parameter zu ändern und wir würden es direkt in den Lautsprechern hören. Das wollen wir jetzt nicht, wir wollen es direkt in den EEPROM schreiben, damit es auch nachher, wenn der Strom abgezogen wird, automatisch wieder in der neuen Version geladen wird. Wenn man das nicht macht, dann wird der Verstärker wieder auf die alte Version zurückfallen, also in dem Fall der Auslieferungszustand. Hier bei Hardware Configuration gehen wir einmal auf den ADAU 1701 mit der rechten Maustaste und gehen auf Write Lastest Compilation to E2PROM. Dann fragen wir hier einmal ab, alles auf OK, brauchen wir nichts zu ändern. Und schon wird unser EEPROM beschrieben. Das dauert einen Moment, je nach Größe von unserem Programm. Dabei können wir auch sehen, auf dem Programmer blinkt es fleißig. Fertig. Jetzt ist unsere Software drauf. Wir können einfach den Programmer abziehen. Das ist vollkommen egal, in welche Richtung. Ob wir jetzt das USB zuerst abziehen, würde ich machen in dem Fall. Dann einmal den kleinen Stecker wieder raus. Und jetzt schließen wir mal den Verstärker an die Anlage an und gucken, ob unsere Einstellungen übernommen wurden. Alle Kabel wieder verbunden. Dann stecke ich mal den Stromstecker rein. Ah, vergessen. Einmal wieder auf Self-Boot und den WE-Jumper auf WP. Jetzt kann ich den Strom reinstecken. Das Ganze fährt hoch, super. Handy raus und einmal koppeln. Ah, ist er schon. Ist schon automatisch verkoppelt. Junge. Oder habe ich es ein bisschen zu gut gemeint mit dem Bassboost? Aber ich bin immer wieder begeistert, was so ein kleiner dynamischer Bassboost ausmacht. Also läuft, wir haben definitiv die Software übernommen, die wir eben am Computer hatten. Dann zeige ich euch kurz nochmal das Zubehör für den TSA 7800. Ich habe mal eben den kleinen Kabelsatz hier rausgekramt. Es gibt später noch mehr Kabel. Hier ist einmal ein POTI, das zeige ich euch hier mal direkt im Detail. Das können wir direkt aufstecken und zwar auf den POTI-Port. Dazu ziehe ich jetzt einfach mal im laufenden Betrieb den Jumper raus. Ab auf den POTI-Port und jetzt. Ja. Können wir hier ganz smooth die Lautstärke regeln. Billiger DJ-Move hier. Das Coole ist, das POTI hat eine digitale Anbindung. Das heißt, wir haben gar kein Kratzen oder irgendwas. Das POTI ist direkt mit dem DSP verbunden und regelt da schön smooth die Lautstärke. Das gleiche mit dem AUX-Schalter. Wenn wir den AUX-Schalter aufstecken. Ah, er ist sogar schon an. Ich mache ihn mal aus. Ja. Jetzt wollen wir von Bluetooth auf AUX wechseln. Zack, jetzt ist hier der analoge Eingang eingeschaltet. Zack, wieder zurück, Bluetooth. Das geht mit so einem leichten Überblendungsfade, also es knackt auch nicht oder so. Später möchte ich dann gerne einen kompletten Kabelsatz anbieten. Dazu gehört dann das POTI, der AUX-Schalter, drei Taster für die Buttons, um die ganzen Funktionen zu steuern, also vor, zurück, Play, Pause und auch das Koppeln.
Da werden wir richtig schön hochwertige Metalltaster nehmen, die man auch mit einem JST-Stecker abziehen kann, um sie ins Gehäuse zu bauen und dann einfach wieder zusammenzustecken. Dann gibt es auch noch eine Stromversorgung. Das bedeutet ein Schalter mit Ringlicht, der direkt den Strom weiterleitet in den Verstärker. Im Grunde hat man dann alles fertig, um eine Bluetooth-Box zu bauen und braucht gar nicht mehr selber löten. Ich werde das wahrscheinlich getrennt anbieten. Erst wollte ich ein komplettes Set online stellen, wo alles drin ist, aber die meisten brauchen immer nur einen Teil davon. Zum Beispiel den Poti oder den AUX-Schalter. Das kann ja auch sein, dass man das irgendwie anders ausführen möchte. Ich denke, ich werde alles getrennt anbieten, dann wird es auch ein bisschen billiger und man hat nicht so viel Kram liegen und kann auch einiges selber machen. Ja, sagt einfach, ob euch das geholfen hat. Habt ihr noch Fragen dazu? Ich mache gerne noch weitere Videos. Es wird auch noch ein Video kommen zu dem Vierkanalverstärker davon und dem Einkanal-Monoverstärker und natürlich auch ein paar Videos zu Sigma Studio und dem Programmieren an sich. Einfach alle Kommentare unten rein. Ich freue mich mega. Und jetzt zeige ich euch nochmal die fetten Beastboxen, die wir damit schon gebaut haben. Und es ist wirklich erstaunlich, was da rauskommt. Das ist daraus geworden, ein bisschen extravagant. Eine richtig, richtig fette PA-Box mit Aluminiumgitter gefräst. Hier vorne haben wir vier Kalotten drin. Die sind alle mit einem Kanal betrieben von dem TSA 7800. Dann ein schön 25 cm PA-Bass, der wirklich nur für ordentlich Leistung im Top-Teil-Bereich ist. Und hier unten noch ein Subwoofer. Wir haben hier einmal Omnis Audio vorne die Kalotten genommen. Das ist, glaube ich, B und C gewesen, der Tieftöner. Und hier haben wir einen Eminems Subwoofer-Treiber. Alles in Neodym, damit es auch relativ leicht bleibt. Das Ganze dann aufwendig eingemessen mit Delay und so weiter, dass es auch alles auf einer Achse spielt. Und Dreikanal, also den Sub im Tiefton, den Mittelton, Hochton. Alles einzeln getrennt und limitiert. Ich drehe das Ganze mal um. Bassreflex für beide. Fällt mit den ganzen Schaltern und Potis, dass man auch aufladen kann. Bluetooth koppeln, vor, zurück, Lautstärke, Antenne hier in der Mitte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen in der Materie Sigma Studio und unsere TSA DSP-Amps. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Es ist jetzt immer noch das zweite Video erst. Und ja, ich muss mal überlegen, was interessiert euch, was könnt ihr gebrauchen an Info und was nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu langatmig. Ich habe das jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus gemacht, dieses Video. Und vielleicht interessieren euch ja auch so eine Projekte hier. Bluetooth-Boxen, die etwas größer sind, vielleicht aber auch kleinere Bluetooth-Boxen, 2.1-Systeme. Bei uns ist einiges in der Entwicklung und vielleicht habt ihr auch Interesse an Videos zu den Boxen selber, zum Bauen, vielleicht auch Baupläne. In Zukunft würden wir gerne auch Bausätze rausbringen, wo unsere TSA-Verstärkermodule enthalten sind. Das heißt im Grunde einen kompletten Bausatz mit Chassis, vielleicht sogar Gehäuse und der ganzen Verstärker- und Elektronikgeschichte. Das i-Tüpfelchen wäre dann nachher nochmal ein Akkuboard, wo 21700 Lithium-Ionen-Zellen drin sind, mit Ladeelektronik und einem Netzteil dazu, dass ihr im Grunde bei uns alles kaufen könnt, um so eine fette Bluetooth-Box zu bauen fürs Festival oder auch eine kleinere Bluetooth-Box. In diese Richtung soll es gehen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Unten in der Beschreibung findest du wie immer die Links zu dem Produkt und auch einige Anleitungen und Beschreibungen. Zum Beispiel auch die Presets, die vorgefertigten. Die werde ich Stück für Stück ausbauen, dass man sich im Grunde schon fertig vorgefertigte Presets runterladen kann und die auf den DSP raufzieht, um da schon mal drauf aufzubauen. Und nachher auch ein, zwei Videos über den DSP-Verstärker von meinen YouTube-Kollegen. Bis zum nächsten Mal.